dumm. Das ist dumm. Was du gut? Könnten wir, nur ist der pinkfarbene Ritter nicht im geringsten an dieser seltsamen Gummirüstung interessiert. Ich benute die Rüstung. Du pumpst deine Lungen voller Luft und bläst die Rüstung auf. Sieht richtig lebensicht aus, wow. Rage! 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 Rüstung! Das würde mir nicht gehen. Gib Rüstung Schwert. Die Person mit an. Benutje Rüstung. Schon passiert. Ich habe eine aufgeblasene Rüstung. Yay. Du hast versucht, ihm die Rüstung zu geben? Ja. Auch nachdem du sie aufgepustet hast? Ja. Glaube ich. Okay. Dein Hund ist ein Befehl. Schon passiert. Gob, Ritter. Ja, ich gob sie. Das ist Vergangenheit. Nicht gabte. Ich gegebte sie ihm. Ich gab dem Ritter eine Rüstung. Jetzt wollte ich Rüster schreiben. Ich gab dem Ritter einen Rüster. Ein Rüststumpf. Ein Rüststumpf? Keine schlechte Idee. Du baust die täuschend echte Imitation eines rittersvollen pinkfarbenen Schwertträger auf und trittst ein paar Schritte zurück. Sofort stürzt er sich auf die Attrappe und liefert ihr einen wilden Kampf, der noch eine Weile dauern kann. Ich schätze, der Weg ist jetzt wohl frei. Na gut, ich gehe. Wiedersehen. Südorden! Du befindest dich auf einem stinknormalen Weg, den es eigentlich überall geben könnte. Er führt von Süden nach Norden. Oder umgekehrt. Sieht normal aus. Und stinkt. Wirklich Richtung Norden und Süden. Süden. Ich hoffe, es ist gleich vorbei mit Süden. Der Weg endet hier vor dem dunklen Eingang zu einer geheimnisvollen Höhle. Da drin gibt es bestimmt Fledermäuse, Nachtfalter, Asylanten oder Schrecklicheres. Mögliche Richtungen Norden und Südwesten. Ja, fang die nächste Karte an oder so. Wenn es weiter runter geht, mache ich gleich eine neue Karte. Hier nach Südwesten? Mhm. Dunkel. Du befindest dich in der Stockdunkel. Es ist hier so dunkel, dass es in einem Raum mit absoluter Finsternis noch heller wäre als hier. Leider haben wir vergessen, in diesem Raum ein Bild malen zu lassen. Deswegen griffen wir uns an. Als Ersatz. Wir sind schon raffiniert, was? Ja. Nordosten und Südwesten. Okay, ich mache eine neue Karte. Ich benutze die Lampe. Okay. Dann gehe ich einfach auf den Westen. Ich muss es jetzt mal hier auf der anderen Seite du machen. Du brichst dir im Dunkeln das Genick. Kannst du die Lampe nicht nutzen? Nein. Dann nur doch okay. Mach Licht! Dunkel ist der Sinn deiner Rede. Das ist irgendwie sehr ironisch. Mhm. Wir stehen in einer Höhle, wo kein Licht ist. Ich kann nach Nordosten wieder raus, wenn es sein muss. Ja. Ich
Also wir waren beim Pinken Ritter, sind nach Süden gegangen, waren beim Weg, sind nach Süden gegangen. Ja. Und konnten dann nach Südwesten in die Höhle. Südwesten in die Höhle. Von dort aus geht es auch Nordosten oder Südwesten. Aber wenn ich nach Südwesten gehe, breche ich mir im Dunkeln das Genick. Wie ich hier nochmal demonstrieren werde. Oder ich gehe aus der Höhle raus. Nein, geht's weiter. Ich bin... Aber warum? Du entdeckst das Geheimnis von dieser Sachen. Eine wunderschöne Frau ist an die Wand gekettet und blickt auf, als sie deiner gewahr wird. Schnell, ich werde hier von der bösen Drachen gefangen gehalten. Er wird gleich zurückkommen, um mich zu töten. Ich sehe ihn doch schon. Kommt ihm zuvor und es wird nicht euer Schaden sein. Tötet mich zuerst! Kaum hat sie ausgeredet, ist auch schon ein riesiger Drache aus einem Nebenraum kommt und wütend schaut. Die Frau keift panisch. Töte das Untier! Schnell! Du willst ihr bitte gerade nachkommen und machst dich zum Kampf bereit, als du merkst, dass der Drache keine Anstalten macht, dich anzugreifen. Er sieht dich nur mit einem seltsamen Blick an und knurrt irgendetwas, scheint dir faul zu sein. Oberfaul. Nördliche Richtung Nordosten. Drache? Die sonst so furchterregende Bestie sieht irgendwie traurig aus. Betrachte Frau? Ein hübsches Mädchen, lächelt. Benutzt Zauberstab. Irgendwann ehrlich? Nichts passiert. Drücke? Drücke, Drache. Drücke. Das wäre sinnlos. Vögeldrachen. Ach, weißt du was? Töte Frau. Mit einem gezielten Schwerthieb tötest du die angebliche Prinzessin. Der Drache grunzt zufrieden und beginnt zu sprechen. Danke, dass ihr dieses böse Weib getötet habt. Sie war in Wirklichkeit eine Hexe, die mich jahrelang versklavt hat. Heute gelang es mir endlich, sie zu überwältigen und anzuketten, um mich... endlich rächen zu können. Um mich endlich rächen zu können. Aber sie hätte mich beinahe wieder in ihrer Gewalt... hatte mich beinahe wieder in Gewalt... hätte... Ich dank euch ist diese Last nun von mir genommen. Du fragst ihn nach Prinzessin Gwendolin. Da ist kein D drin. Gwendoline. Aber er weiß leider nichts über ihr Verschwinden. Trotzdem sichert er dir spontan seine Hilfe zu. Du siehst in der Du stehst in der Drachenhöhle. Sie trägt diesen Namen, da hier ein Drache herumsteht und ziemlich hohl vor sich hinglotzt, während er sich an der von dir abgeschlachteten falschen Prinzessin labt. Mögliche Richtung Nordosten. Ich bin bei dieser Person! Gehe zum Drachen. Gehe jam Drachen. Yummy, Drachen. Das ist der letzte Drache der Welt. Das ist ein Yam-Yam-Drache. Also er hat mir seine Hilfe zugesagt. Ja. Benutze Zauberstab auf alles. Ha? Richtig eingetippt. Drache. Prinzessin! Hallo. Nein.
Oschi. Schön, dass wir zusehen. Nordosten. Betrachtet falsche Prinzessin. Sieht er auch nicht. Ist schon ausgefressen. Prinzessin. Mein Ritter, dieser Weg ist dir verwehrt. Töte Drache. Ja, ich töte hier alles, was über den Bäumen ist. Hier ist niemand, den ich töten könnte. Will ihn sie da sein. Aber wenn wir das Schwert in das Drachenblut tauchen, dann könnte es singen. Man teleportiert es uns in irgendeinen versteckten Raum einer der Hexe, oder wie? Ja. Oh. Beherzt kletterst du auf den Rücken des Drachen. Er breitet seine Schwingen aus und ein rasanter Flug beginnt. Nach einer Weile landet ihr wieder. Du befindest dich auf dem Plateau eines hoch in den Wolken hineinragenden Berges. Als du zögernd nach unten siehst, wird dir unglaublich schlecht. Du stellst dir vor, wie es wohl wäre, da hinunterzufallen. Ah! Platsch! Kann ich jetzt nicht lesen. Der Drache steht hier und zieht dich auch wohl an. Wirklich Richtung Norden. Ich bin irgendwo! Kai, ich bin hier! Ja, dann geh nach Norden! You're in the middle of nowhere, at the end of time. Oh shit, das ist ja ein deutsches Adventure. Du bist auf einem Berg. Ein bayerischer Berg. Nee, kein bayerischer Berg. Aber nein, ein Adventure-Berg. Ein deutscher Adventure-Berg. Wirklich Richtung Norden, Osten, Süden, Westen. In alle Himmelsrichtungen. Westen! Westen. Mhm. Du stehst auf einem Plateau, welches hoch oben in auf einem Berg zu liegen scheint. In einiger Entfernung siehst du ein Schloss, ein Wald und ein kleines Dorf. Nur die Richtung Osten. Ja. Ich habe eine Sackgasse gefunden. Sackgassen sind gut, das sind Wege, die wir nicht nochmal laufen müssen. Das wahrscheinlich. Du. Norden! Oi. Das Plateau endet hier abrupt. Rechts und links fällt es steil ab. Und direkt vor dir befindet sich eine seltsame Tür mit der Aufschrift: Ich bin eine Tür und du bist ein Eis. Und ich habe ein Geschwür und der Text da labert Scheiß. Was mag das nun wieder bedeuten? Würde ich Richtung Süden Krone. Machen. Nimm Krone. Vom Frosch, der den bei der Hexe, Hexe ist. Gegeben haben. Nimm Tür. Das Nimm Tür mit UE statt nur drin. Ich kann doch keine Tür nehmen, du Idiot. Du hast es noch nie probiert. Eine magische Aura geht von ihr aus. Öffne Tür. Geht nicht. Vielleicht ist sie schon offen. Norden. Du rennst gegen eine verschlossene Tür. Du hast mich reingelegt. Ich habe hier Hexenschlüssel oder Zaubererschlüssel? Benutze Hexen. Du öffnest die Tür mit. Und dahinter ist eine weitere Tür. Nun gut, das kann nicht mehr weit sein.
Benutsche. Ich würde erstmal die Tür betrachten. Ah, okay. Was das für eine Tür ist. Ah, ich verstehe. Ich verstehe das System. Eine magische Aura. Benutsche Zauber. Jauberer. Zauberer. Das wäre sinnlos. Zauberkey heißt er nur. Er nutze. Jauber. Du öffnest die Tür und dahinter ist eine weitere Tür. Nomo, das kann nicht mehr weit sein. Okay, jetzt sind mir die Tipps ausgegangen. Ja, dann nutzt du die anderen Keys. Einfach mal durchprobieren. Ja. Pimp Key. Schau, wahrscheinlich ist das einfach egal, welche noch welcher Reihenfolge du nimmst. Mhm. Ich hab sie. Ich hab alle. Hoffe ich. Plastik. Ja. Dann kannst du noch hier unten gucken auf der... Sekunde. Ich benutze Dietrich. Es ist keine weitere Tür dahinter. Ah. Warte. Na, was haben wir denn da? Du bist im Zimmer der Programmierer dieses Games angelangt. Also der Dicke da links, da bin ich, Steve. Dein Luke und Texter. Der kleine Chaos auf daneben ist Sebastian. Er ist für alle Fehler im Coding zu lünchen. Das soll übrigens mein Zimmer darstellen, aber das interessiert dich ja wohl sowieso nicht. Auch ach, nicht, dass meine Oma hier erst vor ein paar Minuten wieder den Dreck aufgeräumt hat, den Basti fabrizierte. Deshalb nimm jetzt dieses Listing und verschwinde wieder. Du siehst nichts. Das Plateau endet hier abrupt. Ja, okay. Listing. Ach. Sieht kompliziert aus. Gesprochen. Was soll ich denn mit dem Spiegel? Wir haben erst nochmal hier den. Ja. Ostenbild, oder? Ja. Du stehst auf einem Plateau, ansonsten gibt es hier nichts weiter aufzuregen zu berichten. Außer vielleicht, dass man wohl jeder Mensch in seinem Leben einmal auf einem Plateau stehen sollte. Bis dann! Okay, was fehlt uns schon wieder? Zeigt dem Drachen das Listing oder sowas? Weil hier kannst du nein, zeigen darf ich ja nichts. Weil das sind ja bekanntlich Mafia-Methoden. Mhm. Nein, ich will nicht. Was ist ein Listing? Ich habe keine Ahnung. Ich hab den Bleistift gefunden. Wovon denn jetzt? Jubelt! Jubelt! Woohoo! Yay! Alte Drache. Nach Hause. Ja, er bringt ihn zurück. Gut. Aber für die Prinzessin. Ja, Kopf, ich bin voll deiner Meinung. Was sagt dein Kopf? Hey ho, hey, hey, wo bist du, Prinzessin? Hey ho, hey, ich kann dich nicht sehen. Ja. Hey ho, hey, nur ein Zeichen, Prinzessin. Hey ho, hey, wohin soll ich gehen? So kenn ich das Lied jetzt auch wieder nicht. Jo, nee. Ich könnte jetzt eigentlich nur zurückgehen. Zum König! Ja, vielleicht kann er was damit anfangen. Das ist so vom Homino. Hey, ho, hey, hey, wo bist du,
possessen. Du hast Steine gesehen. Ein Bild zurück. Ja, das war doch eine Illusion, das hatten wir doch schon. Hast du die Steine da mal betrachtet? Ich habe versucht, mit dem Hamster zu sprengen. Ich bräuchte einen Kram, um die wegzuheben. Und dass sie nur eine Illusion sind, ist das egal. Ja, gut. Ja. Oder du gehst nochmal der Hexe zur Hexe mit dem komischen, was du da hast. Wir haben die Krone vom Frosch. Ja. Die haben wir auch noch, ja. Vom wahrscheinlich Frosch. Wenn der Frosch noch da ist und sie ihn nicht gegessen hat. War ich jetzt falsch? Bin ich richtig? Das ist richtig. Jetzt müsste es Osten. Nach Westen. Da. Ja, die Richtung habe ich gemeint. Ich habe sie nur Osten genannt. Für alle, die jetzt was zu lachen haben wollen. Ich bin Kai unschlagbar! Kai hat Yoshi gerade die Himmelsrichtung Westen und Osten auf die Hände gemacht. Und zwar richtig rum. Ich versuche noch Westen zu gehen, obwohl du es mir auf die Hand gefallen hast. Das kann eigentlich nicht mehr viel sein. Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel geschafft, wir dürften vielleicht nochmal nachgucken. Ich gehe noch zum König vorher. Okay. Und sag dem, ey König, ich hab Listing. Ey König, ich hab Listing und deine Tochter ist echt voll verschwunden. Die ist voll kaputt. War in Wirklichkeit böse Hexe, hat Drachen gefangen gehalten. Oh. Nun, ich werde heiraten Drache. Ist eh viel cooler und hübscher als Prinz, als geile Prinzessin, ist geiler Drache. Ist geile Drachenprinzessin. Haben wir noch was zum Trinken? Ich glaube, Yoshi hat das Trinken einfach nur versteckt. Ich hab's vor, das habe ich schon mal zum Randalieren hingestellt. Dann nimm besser eine leere Flasche. Rede, König. Der König zieht die linke Augenbraue und antwortet barsch, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Meine Damen und Herren, wir sind sofort wieder da. Dann geht's weiter mit ich weiß gar nicht, was der hat. Du bist doch bald sein Schwiegersohn. Ja, für den hätte ich auch keine Zeit. Also wirklich. Blablabla, Dorf zurück von Wien, bekomme ich Haare. Nun zurück mit Pimpen, dort gehe ich dann schön Haare, er hält voll Fenster ein. Pimpen und Schaufel, in Ordnung, ich bekomme mein Pimpi. Ich freue mich aber sonst, aber sonst die Tochter, die Göre, ich wollte schon. Ich gebe stattdessen mir ja wieder diese Schachprojekte mit. Ja, es wird sich lohnen, denke ich mir, um eine nächste Grenze. Und dann zeige ich das Visum, habe ich nicht dann, die Sicherheit gegeben, ja, dann kann ich nicht passieren. Sehr später, wenn ich schon weiterkommen. Der sich aber als Illusion entpuppt. Das haben wir auch. Nun steht der mächtige Lieder Ritter vor mir. Kampf, blablabla, Ritterrüstung. Rüstung, blablabla. Ich bin nur dunkle Züge, benutze meine Lampung für die Höhle. Woche mit alte Drache und wieder zur Kultur in den Bergen. Ich gehe nach Norden bis. Ja, Kies, den nächsten Abschnitt. Offen stehen Byte Riders, Programmierer, Adventurer persönlich. Alte Drache. Wir gucken nicht, ob die Krone nicht. Vielleicht nun, wir brauchen die zum. Da, wo der Frosch war. Ja. Also ich muss jetzt zum Teich und kriege eine Nadel. Damit können wir uns vielleicht in die lila Tür rein krawetzen, endlich mal. Gut, also beim König... Warte, der König wollte du musst ihm noch die Krone vielleicht geben. Nee, ich glaube, so wie er das geschrieben hat, ist das einfach Sachen, die er gemacht hat. Nicht unbedingt das, was man machen muss. Okay.
gebe Krone an Koenig. König? König! Okay, König! König! Und sei keine Fresse. Gut, dann geh mal. Zum Teich mit meiner Krone. Gut. Da hatte ich jetzt keinen Frosch mehr erwartet. Der ist ja tot. Vielleicht ist der Frosch ausgebüxt. Ja, das kann gut möglich sein. Ich meine, bei Heroes und Cowards ist der Maulwurf auch mal ausgebüxt, obwohl er nicht hätte ausbüxen dürfen. Bei Heroes und Cowards haben wir Pilze verloren. Ja, das auch. Mit einem gewaltigen Satz springt der Frosch auf dich zu und entreißt dir die Krone. Er zerrt sie in den Teich und taucht mit ihr unter. Kurz ist er später, taucht er wieder auf und legt vor dir eine goldene Stricknadel auf den Boden. Verwundert hebst du sie auf und siehst du, wie er wieder in den Teich zurückkommt. Und damit zu dieser Tür. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, das ist jetzt eindeutig. So eindeutig, wie halt was sein kann. Und jetzt ist die Prinzessin näher im ersten Zimmer. Hat sich von ihnen eingesperrt oder sowas. Ja, natürlich. Lutsche? Nadel. Du stocherst geschickt mit der Nadel im Schlüsselloch herum. Block! Shit! Du hörst noch den Schlüssel auf der anderen Seite zu Boden fallen, als ein Bär hereinstürmt und dich mit einem mächtigen Frankenschlag enthauptet. Wo das Vieh herkommt? Don't know. Ask Basti. Bist du dir da sicher? Öffne tatsächlich Schiebe. Ja, und das Listing? Listing. Das Listing, erst das Listing benutzen. Was auch immer das Listing ist. Du schiebst das Listing unter der Tür durch. Du kannst es leider vorerst nicht zurückholen. Aber dann prallt der Schlüssel nicht auf. Ich wollte auch nicht die Nadel benutzen, sondern die Nadel. Benze. Ich will sie auch nicht benzen. Benzen. Auch die benutzen. Ja. Nadel im Schlüsselloch, als du dann ein leises Piepen vernimmst, huscht der Anflug eines Lächelns über dein Gesicht. Du ziehst das Listing wieder unter der Tür hervor und sieh da, ein Schlüssel liegt drauf. Während du schreckst dich ins Schloss und drehst den Salat und klick, klick. Du drückst die Klinke herunter und shit, einmal zu oft gedreht. Klick, jetzt geht's. Du öffnest die Tür und trittst galant hindurch, wobei du beinahe auf dem Listing ausrutscht. Hab ich doch zurückgezogen! Das war ja mal wieder völlig klar. Das ganze Spiel über durftest du dir den Arsch aufreißen, um die dumme Prinzessin zu finden, und sie war die ganze Zeit nur ein paar Schritte entfernt in ihrem Zimmerchen eingeschlossen. Nur weil sie Angst hatte, der ihr zum Mann versprochene Ritter könne ein hässlicher Gnom sein. Nun ja, nichtsdestotrotz möchten wir dir hiermit unsere Anerkennung ausdrücken, dass du dieses Spielchen gelöst hast. Wir geben zu, es war nicht gerade einfach. Ja. Es war ja schließlich auch der Sinn der Sache. Ach so, ich habe ja ganz vergessen, wie es denn nun eigentlich weitergeht. Du findest also die Prinzessin, küsst und heiratest sie, ihr bekommt ein paar quengelige kleine Kinder und euer weiteres Leben verläuft eigentlich normal. Das bedeutet, du gehst 8 Stunden am Tag zum Schuften in die königliche Gummibärchenfabrik und die liebliche Kunigunde. Kunigundin macht den Hausputz. Am Abend sitzt ihr dann vor dem Fernseher oder seht euch eine Hinrichtung an. So endet leider alle Ehen. Ihr gewöhnt euch aneinander und nach 25 oder mehr oder weniger glücklichen Ehejahren schlägst du ihr den Kopf ab und gehst wieder auf große Reise. Aber hieß sie nicht Gwenoline? Ja, falsche Prinzessin. Verdammt nochmal, ich sehe einfach nicht ein, dass dieses geniale Adventure auf diese Weise enden soll. Wie wär's damit? Ihr verliebt euch ineinander, scheißt auf den ganzen Kram mit der Ehe und Kinder und so und habt einfach eine gute Zeit. Jawohl, so lassen wir den Schluss. Tschüss dann und nehmt dieses beknackte Leben und meine Texte nicht so ernst. Eure Bite Riders, Steve und Basti. Du siehst nichts.
Und in dem Sinne. Quitt! Und damit war's. Das war's! Das war's! Ja! Das war's! Ja. Das war's! Das war's! Wir haben es geschafft. Wir haben wieder ein Byte Runner-Spiel durch. Ja. Also ja. Das war groß. Das war wirklich groß. Ja. Das war verwirrend. Ja. Und an einigen Stellen nicht besonders sinnvoll, was wir machen, also einsichtig, was wir machen sollen. Nein. Der Wichtel. Was haben wir mit dem Fallschirm gemacht? Nichts. Eben den Fallschirm, den hatten wir halt. Genau wie das Kleeblatt. Und den Hering. Ja. Und den Schlauch. Wie gesagt, es war ein roter Hering. Der Schlauch. Und der Hamster. Ja, die war ja sowieso nur Gags wegen Logen. Ja, aber die Lampe hast du gebraucht. Die Lampe habe ich gebraucht. Und die hast du auch vom Hasen bekommen. Ja. Da ist was dran, da ist was dran. Ja. Ich glaube, Kai ist genauso kaputt, wie ich mich fühle. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, wir haben ein Projekt zu Ende. Ja. Und nächste Woche fangen wir mit dem nächsten Projekt an. Faden. Nein, das nächste Projekt ist nicht Faden. Doch. Das nächste Projekt wird wieder was Größeres als das hier. Und grafisch Aufwendigeres. Und dreispieligeres. Viele ahnen jetzt bestimmt schon, was wir meinen. Tetris? Genau, wir spielen Tetris im Dreispieler-Modus. Und dementsprechend fangen wir damit nächste Woche an. Und bis dahin... Tschüss und bye-bye. Wiedersehen. Ciao. Obwohl das jetzt komplett abbricht. Wie hat dir das Spiel denn gefallen? Also so ein ganz kurzes Fazit dürfen wir doch noch ziehen, oder? Stimmt. Ich habe gerade gesagt, es war lang und kompliziert. Ich fand's aber an sich gut. Ja, also. Also ich meine, es hatte auf jeden Fall auch wieder diesen typischen Bite-Weiters-Humor. Den auf jeden Fall, den auf jeden Fall. Den habe ich nicht vermisst. Dieser Gang macht eine Kurve, du biegst ihn wieder gerade. Das hat mich eiskalt erwischt. Komm, dich hat auch bei erwischt bei dem Jan. Den Ruheraum. Der erwischt dich sogar jetzt noch. Zum nächsten Mal!